Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einem weiteren Total War Warhammer 2 Replay, gespielt von mir und zwar mit den Zwergen, die ich in den nächsten Tagen etwas intensiver zur Schau stellen werde. Ihr könnt dazu auch gerne ein paar Replays einsenden oder von irgendwelchen anderen Armeen, die ihr gerne sehen wollt. In dieser Runde spiele ich gegen die Dunkelelfen und weil ich durch das Turnier von Rollmouth Warrior so überrascht war von den effektiven Dunkelelfen-Builds mit mehreren Henkern und Harpien, habe ich hier eine sehr fernkampflastige Armee mitgebracht, bestehend aus 1, 2, 3 mal Bugmanns-Kumpane. Die schützen nicht nur den Rücken durch ihren Bonusansturm, abwehren gegen groß, sie haben auch sehr hohe Nahkampfabwehr und sind schleichen und regenerieren sich auch noch mit der Zeit. Deswegen gut, um euren Rücken zu schützen und gleichzeitig Fernkampffähigkeiten zu haben. Diese Bugmanns-Kumpane schützen Kanonen, eine Orgelkanone, die ich in letzter Zeit auch ein bisschen öfter einsetze, und einen Gobbo-Werfer, der sehr genau ist und mit seiner Fähigkeit in Mutigen sehr sinnvoll und nützlich sein kann gegen, ja, dazu, dass gegnerische Einheiten schneller flüchten. Die Frontlinie, bevor wir an der angelangt sind, kommen wir noch mit zu 1, 2, 3, 4 mal Musketenschützen durch ihre Schilde, halten sie einiges aus, auch gegen Dunkelelfen, und ihre Reichweite ist ziemlich gut. Und davor sind dann die leichten Bergwerker. Drei Regimenter, davon zwei mit Sprengladung. Und was ihr auch nicht vergessen solltet, ist ein Regiment Gyrokopter, das gerade hier vorne mit seinen Schwefel, nein, Moment, mit seinen normalen Dampfkanonen durch die Gegend fliegt. Denn in meinem Testvideo habe ich festgestellt, Dampfkanonen sind besser gegen enge Formationen als Schwefelkanonen oder mindestens gleichwertig. Und da die gefährlichsten Gegner und vor allem eigentlich alle Dunkelelfen sehr enge Formationen haben, lohnen sich die auf jeden Fall wegen ihrem größeren Explosionsschaden. Als Generäle bin ich nicht unbedingt turnierkonform in den Kampf gegangen, aber sei es drauf, unsere Gegner sind Dunkelelfen. Runenschmied mit Rune des Zorns, Zerstörung, ein Runenmeister mit Grunis Meisterrune zu Geschossresistenz, nochmal eine Rune von Zornzerstörung und Meisterrune der Renegierung, sowie ein weiterer Runenschmied mit Rune von Zornzerstörung gegen Dunkelelfen, sehr, sehr nützlich, denen ihre teuren Regimenter, denen tut das sehr, sehr weh, wenn sie damit getroffen worden sind. Aber auch mein Gegner hat keine freundliche Armee mitgebracht, echt eine fiese Sache. Ihr seht, wir haben 1, 2, 3, 4 mal sehen wir Schnitter Speerschleudern auf weiter Flur verteilt. Das sieht man oft gegen Zwerge, denn aus irgendwelchen Gründen ist das Zwergenmeta momentan so, dass wenige Kanonen oder gar keine mitgebracht werden, was meiner Meinung nach völlig Blödsinn ist, denn Kanonen sind einfach die Stärke der Zwerge. Deswegen sind also Fernkampf generell, deswegen ist so viel dabei. Denn wenn euer Gegner mehr Fernkampf mitnimmt, habt ihr mit euren Zwergen genau das gleiche Problem wie Dunkelelfen, nämlich eure Formationen sind so eng, dass jeder Schuss ärgerlich viel Schaden macht. Daneben ist außerdem noch 1, 2 mal, 3 mal, 4 mal, 5 mal Schatten, die überall um uns herum positioniert sind, mit ihrem panzerbrechenden Schaden und vergleichsweise hoher Reichweite und Schleichenfähigkeit nicht entdeckbar. Fiese Viecher. Glücklicherweise wurden diese hier schon vom Gyrokopter entdeckt und werden bereits von der Orgelkanone in kleine, handliche Happen zerlegt. Guten Appetit für die Hydra, sage ich da nur. Außerdem ist eine Erzzauberin mit Tod dabei. Danke, weil der Spaß noch nicht zu Ende war. Auch noch was enge Formationen ausnutzt. Pupus und das Xerxes, Vuners Schicksal gegen Elite-Truppen wie Hammerträger. Zwerge können ja nicht mal heilen, deswegen extrem fies. Also lohnt sich es gar nicht, gegen Gegner mit Todeszauber eine Elite-Einheit mitzubringen, wird sowieso kaputt gemacht. So wie Seelenraub gegen Helden. Ich glaube, ich habe hier nämlich klar einen Angrund genommen. Seelenraub vernichtet einfach Geister. Dazu sehen wir noch Karsan der Schwarzen Arche mit hoher Geschwindigkeit. Also diese gesamte Armee ist auf Wegrennen und Zerschießen ausgelegt. Wirklich, wirklich fiese Armee. Und ich war sehr froh, dass ich so viel Fernkampf dabei gehabt habe. Wir werden mal sehen, ob es reichen wird. Gyrokopter auch extrem wichtig, denn wenn ihr nicht in der Lage seid, irgendeine Aufklärer-Einheit zu haben, das sind nämlich Gyrokopter, die Kavallerie der Zwerge, seid ihr solchen Schattenarmeen ziemlich hilflos ausgeliefert. Und ihr seht, die erste Rune, Zonsen der Zerstörung, macht hier schon ganz guten Schaden. Und die Musketenschützen von dort hinten haben auch bereits das Feuer eröffnet. Und es mögen diese Schatten überhaupt gar nicht. Und den Gobbo, der da anfliegt, mögen sie noch weniger. Auf Wiedersehen, ihr verfluchten Mistkerle, und auch danke für das Entmutigen, dadurch sind sie noch schneller weg. Und hier zeigt sich jetzt die unglaublich hilfreiche Fähigkeit Bugmanns Kumpane, nämlich nicht sichtbar zu bleiben, so
decken wir unseren Rücken. Unser Gegner denkt, er kann sich hier einen günstigen Kill bei unserer Artillerie holen, aber nein. Bugmans Kumpane sind da, drehen sich gleich um und legen den Schatten ihr fürchterliches Handwerk. Mein Gegner hat währenddessen, so wie es aussieht, sein Feuer auf meine Orgelkanone fixiert. Oder die normale Kanone, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und eine Kanone ist leider schon beschädigt. Sehr, sehr ärgerlich. Und die Orgelkanone wird auch beschossen. Fiese Sache ist, diese Schnitterspeerschleudern haben eine hohe Reichweite. Und bereiten damit unseren Zwergen doch eine ganze Menge Probleme. Aber wir ihnen zum Glück auch. Damit sind sie entmutigt und mit etwas Glück fliehen sie auch. Verzeihung, ich hatte auch relativ wenig Skrupel, hier mit meinen Musketenschützen vorzurücken, um das Ende dieser Schnitterspeerschleuder noch zu beschleunigen, deren Reichweite zum Glück nicht ganz so hoch ist. Hier hinten überlegen sich die Schatten vielleicht auch nochmal, wollen weg, aber eine Salve aus tödlichen Pfeilen nimmt sie aufs Korn. Wundervoll, diese eklige Dunkelelfenarmee. In jeglicher Hinsicht durch diese Fernkämpfer ausgekontert. Und das macht mich schon glücklich. Jetzt sehen wir, entmutigen wirkt seinen Teil dazu, dass diese Schnittern fliehen. Die anderen Musketenschützen hier sorgen dafür, dass die anderen geflohen sind. Gute Arbeit, Zwerge. Aber es ist immer noch haufenweise Artillerie bei meinem Gegner da. Schon eine fiese Sache und mittlerweile auch schon eine Orgelkanone ausgeschaltet. Und was sehen wir da? Ein Bühners Schicksal auf die Musketenschützen, der sie sehr, sehr stark runterziehen wird. Na, das können doch Hammerträger sein, die wären jetzt fast tot. Wir sind froh, dass das nicht der Fall ist. Gyrokopter erfreuen sich noch des Lebens, auch wenn sie auch schon ein paar Schüsse abbekommen haben. Die wollen wir übrigens auch zum Funktionieren bekommen in der nächsten Zeit. Schatten gegen Musketenschützen. Das habe ich jetzt hier in dem Moment nicht gemerkt, dass mein Schusswinkel auf diese Schatten sehr, sehr schlecht ist. Ihr seht kaum, welche dieser Musketenschützen schießen überhaupt auf ihr Ziel. Na doch, jetzt schießen sie. Und wir treffen sie doch. Ohne Zonenzerstörung. Entmutigung mit dazu und sie sollten eigentlich bald weg sein, aber also trotz dieses unglaublichen Schadens, der auf sie einprasselt, halten die sich immer noch sehr, sehr lange. Das sind eben Dunkelelfen mit Moral von 63 für so eine Fernkampfeinheit. Das ist einfach ziemlich, ziemlich gut. Mittlerweile Orgelkanone auf 0 reduziert. Orgelkanonen alle vernichtet. Sehr schade zu diesem Zeitpunkt. Wir hatten nur 33 Kills, aber die meisten Gegner waren ja auch nur diese fiesen Schnitterspeerschleudern. Mittlerweile helfen auch die Gyrokopter dabei, die gegnerische Artillerie auszuschalten. Und in der Mitte wehren wir weitere Schatten ab und sind sehr, sehr froh über unseren Fernkampf. Ich glaube, gegen Dunkelelfen ist so eine Armeekonfiguration mit vielen Fernkämpfern gar nicht so schlecht. Und auch gegen die Nahkampfarmee bringt die, glaube ich, einiges. Auch wenn unser Gegner mit Artillerie kommen würde, hätten wir noch Bugmans Kumpane, die uns dagegen schützt mit ganz guter Nahkampfabwehr. Ich glaube, so eine Zwergenarmee ist tatsächlich gar nicht mal so übel, wenn man in der Lage ist, die gegnerische Moral schnell genug zu reduzieren, damit sie flüchten. Weitere Schatten begeben sich in ihr Verderben zwischen Bergarbeitern, die sich freuen, ihr dem auch mal ein bisschen am Schützenfest teilzuhaben. Und freuen sich über die folgenden Explosionen. Und jetzt hat unser Dunkelelfengegner genug und denkt sich, sollte er langsam mal mit den Korsaren hier antanzen, die demzufolge auch von unserer Fernkampflinie beschossen werden. Aber es kommt eine ganze Menge. Und leider sind die Musketenschützen auch manchmal ziemlich doof und schießen auf einen einzelnen verbliebenen Gegner, der hier hinten rumläuft. Glücklicherweise keine Schilde. Und damit ist das erste Regiment schon weg und das zweite folgt hoffentlich auf dem Fuß. Korsaren der Schwarzen Arche, ziemlich gute Einheit, was den Schaden angeht, den sie machen, haben allerdings nicht so viele Lebenspunkte und rüstungsdurchdringend sind sie auch nicht so gut, glücklicherweise für uns. Gegnerischer General, bisschen zu aggressiv hier reingegangen, ist erschossen worden von unseren Musketenschützen und Fernkämpfern und da fällt sie zu Boden, sind allerdings noch ein paar Korsaren dabei, die uns Ärger machen wollen, aber ihr seht an der Dauer, die das Spiel noch geht, so lange werden sie nicht mehr kämpfen.
Und da kommt Freude auf, wenn Korsaren der Schwarzen Arche aus nächster Nähe von Musketenschützen zerschossen werden. Also, diese Armee, die JV-Berg A1027 mitgebracht hat, wäre jeglicher nahkampfbasierten Zwergenarmee haushoch überlegen gewesen. Zwerge wären niemals an nur irgendeine dieser Infanterieeinheiten rangekommen und die Zwerge wären hoffnungslos zerschossen worden. Es wäre auch ganz unmöglich gewesen, auf dem Weg zu diesen Schnitterspeerschleudern wäre man von allen Seiten von den Schatten bombardiert worden. Wenn man denen hinterhergelaufen wäre, wären sie einem weggelaufen und die Korsaren der Schwarzen Arche sind so ein bisschen Kavallerie-ähnlich und hätten dann die einzelnen Einheiten eine nach der anderen ausschalten können. Also gegen so eine Armee hat Fernkampf gut funktioniert und ich denke mal auch gegen Nahkampf. Habe jetzt so das Gefühl, so eine Armee der Zwerge könnte vielleicht ganz gut sein im generellen Kampf gegen Dunkelelfen. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt zu hören, was ihr sagt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.